Also. Wow! Kommt einfach so ein Skelett, ey. Oh, krass, ey. Noch eins, ey. Ja, ich dreh mich gerade einfach um, ey. Bom. Komm, die scheiß Skelette hier einfach. Ich glaub's ja gar nicht, ey. War voll Panik gerade kurz gestorben, echt, ey. Tja, Skelett, du bist schmetzel. Ich metzel dich mal kurz. Iron Shield. Ja, das ist gut. Das gibt alles Gold und... Ancient Nord Battle Axe. Ne. Search Skeleton. Auch eine Ancient Nord Battle Axe. Ja, krass, ey. Voll die Skelette hier, ey. Was haben die hier verloren, ey? Da liegt noch ein Schwert. Kann ich mitnehmen. Voll, gar nicht drauf vorbereitet gewesen, ey. Ich stiefel einfach rein. Wow, zack, geht's schon voll los, ey. Ah, Geldbörse, cool. Take Silver Goblet. Ja, komm, ein bisschen was mitnehmen hier, ey. Ein bisschen was mitgehen lassen, ey. Ein bisschen Kohle mitnehmen hier. Deathblow of Abenarit. Block increased to 22. Oh, ich habe mein Block Skill erhöht auf 22. Cool. Nicht nice. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr nett. Schick, schick. Lesen wir das Buch auch noch schnell durch. Scroll mal ein bisschen durch. Nehmen wir es mit. Hey, das können wir sogar mitnehmen. Cool. Finde ich sozial. Hey, voll sozial hier, ey. Sind wir hier auf dem Sozialamt oder was? Hey, gibt's hier was umsonst? Ja, ein bisschen mitnehmen hier. Ein bisschen Kohle schöffeln, ey. Yeah. So wollen wir es haben, ey. Okay, gehen wir mal ein bisschen in den Schleichmodus und machen uns ganz leise sein. Wir müssen ganz leise sein. Denn sonst könnten uns ja vielleicht irgendwelche Gegner entdecken. Die eventuell hier noch rumlungern. Wenn hier schon so drei oder vier Skelette auf einmal kommen, hey, wer weiß, was noch alles kommt, hey. Kann man ja nie wissen, ey. Ja, das nehmen wir alles mit, ey. Das verkaufen wir alles. Das gibt alles Geld. Was gibt's hier in der Schublade? Roll of Paper. The First Hold Revolt. Ja, das Buch nehme ich auch mit. Nehmen wir das Buch doch glatt mit, ey. Und eine Tür. Was? Eine Tür? Machen wir sie mal auf. Links ist nichts. Rechts ist auch nichts, oder? Ah, da ist das Amulett. Seht ihr? Take Andor's Amulett of Arke. Ja, das nehmen wir doch dann glatt mit. Den Goblet nehmen wir auch noch mit. Jetzt können wir mal den Schleichmodus rausnehmen. Hier nehmen wir das, den Loot hier auch noch mit. Und sonst können wir nichts mehr mitnehmen. Doch, die Becher können wir auch noch mitnehmen. Schön. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Egal. Ein bisschen Silber mitnehmen. Silberkrusch mitnehmen. Das war's, oder was? Lass mich mal auf der Karte gucken, hey. Ja, das waren die Katakomben. Schön. Toll. Sehr entspannt. Wir sind einfach vier Gegner. Oh. Unusual Gem. In den Katakomben. Krass. Unusual Gem sagt mir jetzt gar nicht. Gar nichts. Hab wieder eine Quest bekommen, hey. Voll verrückt, hey. Was geht denn ab, hey? Durchsuch da einfach nochmal. Guck einfach nochmal alles ein bisschen an, hey. Find hier einfach so einen komischen Stein, so ein Edelstein, unbekannter Edelstein. Ha, Fender, was geht ab? Ha, hoch. So, jetzt gehen wir mal zu Anders und sagen ihm, wir haben dein Amulett besorgt. Steck dich mal die Waffe wieder weg, komm, ja, ich habe das Amulett gefunden. Oh, thank RK. Please, take this gold for your troubles. Ja, und ich habe jetzt ein bisschen Gold bekommen dafür. Und das waren 15 Gold. Blessing of Arcadia upon you. You and me, we're the only people around who aren't complete fools. Okay, alles klar. Dann haben wir die Aufgabe erledigt. Können wir ja hier raus, hey. Schön, schön. Autosave macht er ja automatisch. Das finde ich auch ganz gut.
Was gibt's denn noch? So fällt mir noch irgendwas ein, was ich eventuell noch machen kann, schnell. Bennett mehr müssen wir noch in die Kneipe. Kann ich jetzt rein? Wieso kann ich jetzt schon rein? 6 Uhr morgens. House of Clan Battleborn. Ja, dann gehe ich doch mal da rein. Mal schauen, was bei den Battleborn so abgeht. Kiste aufmachen, ja, cool. Hey, Gold. Klauen, hey. Hey, ein bisschen klauen hier, hey. Oh, ich kann hier alles mitnehmen. Oh, ihr könnt voll klauen hier, hey. Ich könnte hier alles klauen, hey, wenn ich Bock hätte, hey. Ja, ein bisschen Klaufuß spielen, hey. Door. Eine Tür. Machen wir mal die Tür auf. Wo geht die Tür hin? Silver, der Cake and the Diamond. Der Kuchen und der Diamant. Super. Was ist das für ein Buch, ey? Scrollen wir da doch. Ah, das nehmen wir auch mal mit, wenn wir es mitnehmen können. Das Goblet nehmen wir auch mit. Der Cabin in the Woods. Nehme ich auch mit. Den Trank, den kann ich nicht klauen. Da werde ich dann erwischt. Aber das kann ich mitnehmen. Was gibt's hier? Eine schöne Schublade Gold. Das lasse ich mal liegen. Okay, das brauche ich jetzt nicht. Unlock the Adept. Die Falle sollte ich nicht unbedingt noch probieren zu öffnen. Flagon. Goblet. Das kann unwichtig. Das Buch von Battle of Sankretor. Zweihänder habe ich auf 23 verbessert. Oh, nicht schlecht. Okay, lassen wir mal liegen. Harvesting oh, wow. Frostbite Spider-Man. Frostbite, da geht es irgendwie um ein Spinnengift, sozusagen, wie man das ficken kann. Fine Boots. Was gibt's hier im Dresser? Handschuhe, super. Hey, Kleiner, was geht? Lars, was geht? It's no fun getting pushed around all the time. Hast du Probleme? What does a kid to do for fun around here? Was macht ein Kind hier, um Spaß zu haben? Well, I used to sneak out at night and try to tip over the big ox in the Grey Mane's yard. And me and Mila used to climb up on the roof of Dragon's Reach and look for bird's eggs. But I don't do that stuff anymore. Sein Vater wischt ihn immer. Having trouble? Yes. Brave bullies me all the time. All the elders think I'm a milk drinker, because I can't fight. Nobody understands. If you can get Brave to leave me alone, I'll be your best friend. Forever. Oh, I'll pay you too. My whole life savings. 2 septums. Ja gut, warum nicht? Komm, ich red mal mit dem Mädchen, mit dem du da Probleme hast. Grow a backbone, Kid. Oh, good. She'll listen to you. I just know it. Ja, und wir haben jetzt wieder eine neue Aufgabe. Apple Pie, Apfelkuchen nehme ich aber mit. Leek, cooked, nehme ich auch mit. Potato, Kartoffeln gekocht, nehme ich auch mit. Garlic nehme ich mit. Das nehme ich auch mal mit. Wein nehmen wir immer mit. Und Bier nehmen wir auch mit. Den Rest lassen wir mal da. Oh, Kartoffeln. Na komm, ich will die Kartoffel. So. A Gentleman's Guide to White Run. Ja, wie man nach White Run kommt. Das Buch brauche ich nicht, das kriege ich sowieso noch. Später. Wenn ich mir eine Bude kaufe, Galerian the Mystic, das ist der Arcturian Heresy. Das Buch kenne ich auch noch nicht. Lesen wir das auch noch schnell durch. Ja, komm, zack, 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 hier, Schnelldurchgang, zack, 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 hey. Okay, das war's. Nehme ich das auch mal mit. So, die Kiste haben wir ja schon leer geräumt. Ah, den Wein, den nehme ich noch mit. Hey. Der Wein gibt ein bisschen gut Geld. Gibt Gold.
Was gibt's hier noch? Ach, da geht's wieder nach Weitrand raus. Okay. Ja, lass mich noch. Ja, jetzt ist. Wieso ist die Bude jetzt wieder zu, ey? Komme ich wieder nicht mal rein. Jetzt ist helllichter Tag und ich komme wieder nicht rein, ey. Was ist denn das, ey? Was haben die hier für Sitten, ey? Komische Arbeitszeiten oder Öffnungszeiten, ey, von den Häusern, ey, wo man reingehen kann und nicht. Ey, was geht mit dir? Ach, das ist Amran, den kennen wir ja schon, der vermisst sein Schwert, gell? Ja. It might suit you. Danica. Hey Danica, wer bist denn du? It's a shame, isn't it? You are a priestess of Kinnareth? Du bist eine Priestess von Kinnareth? Indeed. The temple here in the city is my charge. The goddess's divine blessings have no doubt helped make Whiterun a thriving and prosperous city. After all, it is she who brings rain to our crops and fair weather on the harvest day. Has the Stormcloud Uprising affected your duties? Ja, hatte irgendwie dass die Sturmmäntel irgendwie gerade irgendwie ihre Pflichten verletzt oder beeinträchtigt? Somewhat, yes. At first it seemed a distant thing, heard only in the idle speech of guards and traders. When the wounded soldiers began to return from battle, I did what I could to help them. As more of the sick and injured came to the temple, my work as a healer became more important than my duties as a priestess. I wish only an end to the fighting, so that I can tend to the temple once more. Tell me about this tree. Sag mir mal was über diesen Baum. This is the Gildergreen. It was planted as a seedling in the early years of Whiterun. Disciples of Kinnareth could sense something holy in it and traveled far to hear the winds of the goddess in its branches. They built the temple. Of course, not as many pilgrims these days. What's so special about this tree? Was? Why haven't the pilgrims been coming? Ja, was ist denn so besonders an dem Baum? Das hat sie ja gerade erzählt. Das können wir sie auch mal fragen. To the east of here is a hidden grove where the Eldergleam resides. It's the oldest living thing in Skyrim. Maybe all of Tamriel. Our tree here in the city was grown from a cutting of that tree. You can still feel the glory of the mother tree through it. Even its name is an echo. Is there any way to revive the tree? Ja, gibt es irgendeine Möglichkeit, den Baum wiederzubeleben? I've thought about that. Trees like this never really die. They only slumber. I think if we had some of the sap from the parent tree, we could wake up its child. Jetzt nicht. But even if you could get to the end tree, you couldn't tap it. Not with any normal method. Ja, und ich kann sie jetzt fragen, wo ist denn dieser Baum? What kind of weapon would work? Ja, welche Art von Waffe würde denn funktionieren? Eldergleam is older than metal, from a time before men or elves. To even affect it, you have to tap into the old magic. You'll have to deal with the Hagravens. I've heard about the weapon they've made for sacrificing Spriggans. It's called Nettlebane. The hags terrify me, or I would have gone after it myself. I will get Nettlebane for you. Ja, ich werde dir Nettlebane besorgen. Your spirit is strong. Kinnareth's winds will guide your path. It's held in a Hagraven nest called Orphan Rock. Ja, und wir haben die nächste Aufgabe, the Blessing of Nature. Und da ist Heimskirt, der fängt jetzt an zu labern. Your very lives? And what does the Empire do? Nothing! Nay, worse than nothing. The Imperial machine enforces the will of the Dalmor against its own people. Was geht mit dir? Rise up, children of the Empire. Rise up, Stormcloaks. Embrace the word of mighty Talos. He who is both man and divine. Ja, Heimsker, was geht? Lass mich mal mit dir lernen. You've come to hear the word of Talos. Ja, was kannst du mir über Talos erzählen? Laber mal, komm. Oh, my friend, if you seek knowledge about mighty Talos, you have most certainly come to the right person. In mortal life, Talos was a Nord, possessed of unmatched tactical skill, limitless wisdom, and the power to see
into men's hearts. Talos mastered the power of the voice. And with it, he united the lands of men into a great empire. In his southern lands, he was known by the name Tiber Septim. Here in Skyrim, we honor him by his proper Nord name. So great was his reign in life. When he ascended to the heavens, he was made Lord of the Divines. If you want to know more, I am sure you can find any number of tomes on the subject. Why was Talos worship allowed, outlawed? Ja, warum wurde das, wenn man Talos Anhöriger war, praktisch verboten, oder? Ja, verboten. Hello, my friend. Ach, ja, das können wir schon. Mastered the power of Innis. So, if you want to know more, because the so-called Emperor is a coward. That's right, I said coward. Oh, yes. He agreed to banish the worship of Talos at the tip of an Aldmeri sword. They called it the White Gold Concordant. Well, I call it blasphemy. A true son of the Empire would never have turned his back on our greatest hero. Not at any price. Well, let me tell you something, friend. Cyrodiil is a long way from here. And in Skyrim, we never forsake mighty Talos. Aren't you worried about you will be arrested? Ja, hast du denn keine Angst, dass du verhaftet wirst? Let them come. I have no fear, for Talos is my ally, and I am his prophet. His word is upon my lips, his voice in my throat. Okay, ich danke dir für dein Gespräch. Talos, the mighty. Talos. Dann gucken wir uns jetzt mal um. Wie viel ist es denn? Ah, Breath. Da unten ist er doch, oder? Ne, das ist Mila. Okay. Was geht hier ab? Anoriat, den kennen wir schon. Did you kill this all game yourself? Ja, hast du dieses ganze Fleisch und Zeugs da für dich selber gejagt? Oh yes. Hunting is my great passion. That's why my brother and I opened a shop to sell hunting supplies. It's the drunken huntsman down by the main gate. He tends the store, and I've got this stall. Okay, ja, dann danke ich dir mal für das Gespräch. Was geht mit dir, Carlotta? Life's hard enough with all these men propositioning me, but that bard is the worst. You get a lot of attention from men. Danke, ich kann, oder someone giving you trouble. Gibt es irgendwelche Probleme? What have you got for sale? Was hast du zu verkaufen? Ich mach mal das Erste. That bard Mikhail is begging for a dagger up against his throat when he goes on about me. I heard him boasting at the Bannered Mare, saying he'll conquer me as a true Nord conquers any harsh beast. Sorry to hear that. Oder what if I talk to Mikhail? Ja, was ist, wenn ich mit Mikhail rede? If you want to try, go right ahead. I don't think anything will get through that thick skull of his, though. Do you get a lot of attention from men? Ja, du scheinst viel Aufmerksamkeit von Männern zu bekommen. You've got no idea. Half the men in Whiterun have proposed to me. Some were even single. They'll never understand. No amount of flowers or honeyed words are going to change my mind. Right now, all that matters is my daughter Mila. No man's going to get between me and my little girl. Ja, alles was ihr momentan wichtig ist, ist ihre Tochter Mila. Was gibt's hier noch Schönes in den Fässern? Nix, okay.